Two Heads in the House und herzlich willkommen. Und das Video dreht sich um unser One to Read im November. Yay! Hallo! Hey! das wird unser One to Read im November. Und wir müssen ein bisschen schnell machen, weil ich habe insgesamt 10 Bücher. Und ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bücher. Wir müssen gleich dazu sagen, wir nehmen extra mal so viele, weil wenn man dann irgendwie nur 2, 3 Bücher hat, dann ist das echt langweilig. Deswegen nehmen wir extra viele. Wir sagen immer auch gleich, dass wir nicht alle lesen werden. Wir werden Teil davon lesen. Wir werden Teil davon lesen, aber halt nicht alle. Wir wollen halt nur, was wir in der nächsten Zeit oder so, also halt, dass ihr so einen kleinen Überblick habt. Aber trotzdem dann werden auch ein paar mehr Bücher gezeigt und wir labern nicht so viel wie sonst immer. Oh. weil ich mehr Bücher habe, fange ich am besten an. Yay. Zum einen ein Buch, was unser Rezensionsexemplar ist, was ich aber auch schon gelesen habe. Ist ja von Tahereh Mafi, ich fürchte mich nicht. Hallo! geiles Buch, mehr dazu in der Rezension. Vom Goldmann. Vom Goldmann Verlag. Alle Bücher sind wie immer unten verlinkt. ich weiß nicht, wie ich das jetzt hier irgendwie regeln soll unten. So, mein erstes Buch ist Now Omar. So, mein erstes Buch habe ich schon angefangen, 50 Seiten leider nur gelesen, Leseflaute, wie ich schon letzten Monat. Und zwar Bluttänzer von Eva Wurst, ein weiteres Rezensionsexemplar von Blanc Body. Ich habe es mal richtig ausgesprochen, ich fühle mich gut. Ja, das Buch hat 411 Seiten und... Ach ja! Oh! Und würde im Handel 10 Euro kosten. Und meins auch. Warte, andersrum wäre am besten. Da, 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 da. 434 Seiten hat mein Buch, also ich fürchte mich nicht. So, dann kommen wir zum nächsten Buch und zwar von... Myra McEntire, Hourglass, die Stunde der Zeitreisenden. Das ist der erste Teil einer Dialogie oder Trilogie, man weiß es nicht. Werde ich als nächstes lesen. Ja, das wird toll. Ich habe irgendwie gerade richtig Bock auf Zeitreisen. Ja, das dazu. Hashtag Eric mag Zeitreisen. ich habe noch nie ein Zeitreisebuch gelesen, deswegen wurde es dann Zeit. Dann kam jetzt Zeit. Mein Buch ist schwarz. Hört sich leicht falsch an. So, mein zweites Buch diesen Monat ist James Patterson Alex Gore's Dark. Also das ist der Autor und das ist der das ist der Buchtitel. Es gibt mehrere Teile davon. Das ist echt verwirrend. Das ist der erste, ne? Ich meine schon. Gut. Das ist unabhängig, weiß ich nicht mehr. Ja, auch gut. Das Buch gefällt mir auch unter anderem, weil das etwas so in der Vorweihnachtszeit, wenn nicht sogar auf Weihnachten spielt, die ganze Sache, ist auch ein... Weil ich mich gerade ver... Es presst hier mit Pressluft. Ja, das ist klar. Immer wenn man sowas macht, ein Video, dann ist draußen die Hölle los. Ein weiterer Rezensionsexemplar von Blanc Vallée und kostet... 9 Euro! Ach ja, Hourglass. Warte. 318 Seiten. Hourglass hat 380 Seiten und kostet 12,99 Euro. Ich hab's immer aufgerundet, also nicht wundern, wenn ihr das Handel 1 Cent billiger findet. Das nächste ist auch das Rezensionsexemplar von Blanc Vallée und zwar von Colette Macbeth, Zorneskalt. Das wird dann hoffentlich nach Hourglass gelesen. Das Buch kostet 0 Euro. Warte, steht das vielleicht? Nee, steht nicht da dran. Schade, leider. Vielleicht aber schreiben hab, wir das ja. Hier irgendwo hin. 383 Seiten, ich hätte fast das Ende gelesen, aber auch nur fast. Oh, kennt ihr das, wenn ihr die Seiten nachguckt, dann lest schon die letzten Sätze. Oh, das wird mich immer so oft, habe ich beim Maze schon da gemacht. So, dann machen wir mal weiter. Da. Ich habe auch genug Geld. Dann kommen wir zu einem Buch, wo dann auch der Film rauskommt, wo ich... auch schon Karten vorgestellt habe. Und zwar von Susan Collins, Tribute von Pfeil und Flammender Zorn. Das Buch habe ich schon gelesen.
Deshalb ist es auch nur vielleicht hier drinne in meinem Lesemod, weil ich vielleicht nochmal die Geschichte nochmal lesen möchte. Vielleicht. Vielleicht. Wenn das die Zeit bringt, dann werde ich es hoffentlich tun. Weil die Geschichte ist immer nur geil. Johohi, und das kostet, keine Ahnung, ich glaube, kostet 16,17,99, aber ich habe einen Schuber für 40 Euro. So, mein erstes Buch ist Die Auserwählte von Jennifer Bosworth, ein Roman oder ein Jugendroman oder sowas von Goldmann Verlag zur Verfügung gestellt als Rezensionsexemplar. Genauso wie Ich fürchte mich nicht, habe ich gerade nicht erwähnt. Ja. Ach ja! Da lässt mal die Seiten uns. Es kostet 12,99 Euro und 432 Seiten das Buch. Und hat, das ist die Danksagung, 412 Seiten. Dann kommen wir zu einem Buch. Sollen wir jetzt unser beides anwenden? Ja, am besten, weil das sind Comics, die ich vielleicht gar nicht lese. Ja. So, dann kommen wir zu einem zweiten Teil, der am 21. November rauskommt, den wir auch wieder beide together lesen. Und zwar der zweite Teil von Obsidian, und zwar Onyx. Der, das wird jetzt hier eingeblendet. Ich freue mich schon so mega drauf. Das Buch wird auf jeden Fall toll, weil der erste Buch auch schon sehr toll war. Ich glaube, ihr beide haben 4,5 Sterne gegeben dafür, zur Erinnerung. Und ja, wir waren begeistert. Ich liebe das. Werden wir beide lesen. Ja. Werdet ihr eine together Rezension unseren Kanal. Dann kommen wir zum Buch von Maggie Stiefvater nach dem Sommer. Habe ich auch schon lange im Regal stehen. Jetzt habe ich die, das sieht man jetzt gerade nicht hier. Hier. Das ist der Schuber. Das Buch hat 418 Seiten. Ich weiß aber nicht, weil ich, es ist jetzt auch nicht in der Reihenfolge. Es kann sein, dass ich die Reihenfolge ändere oder ganz was anderes lese, man weiß nicht. Aber das habe ich schon lange auf meinem Want-to-Read sozusagen, aber es habe es noch nie so richtig. Wie viel kostet es denn und von welchem Verlag ist das? Das ist vom Script 5 Verlag und es kostet, weiß ich nicht, ich glaube 16,17,99. Der Schuber hat auf jeden Fall 40 Euro gekostet, glaube ich. Das ist sehr interessant für euch, ne? Du bist dran. Ja, dann kommt der Buch, was ihr vielleicht schon in Lesemonat gesehen habt und worüber ich mich beschwert habe, nämlich Numbers von Rachel Ward, den Tod im Blick von Carlsen Verlag, 18,95 €. Ich muss mich gerade veräppeln. Ich habe bei Tribut vom Barnum ist heute vom Oettinger Verlag. Ich muss immer alles nachrechnen. Ja. Hat 362 Seiten und es hat mich ja etwas abgeturnt, aber ich will vielleicht mich nochmal versuchen da durchzubaggern, ist ja eigentlich nicht so schlimm, vielleicht entscheidet sich ja die Protagonistin doch mal zu meinen Gunsten und das Buch wird ganz ganz toll, aber das glaube ich eh nicht. Die Seitenzahl, die du jetzt gerade erwähnt hast, könnte es bei mir zupassen. Passen. Ja, sehr. Das ist nämlich so eine Art Bibel und zwar von Cassandra Clare City of Glass. Ich nenne das immer Bibel. Also es ist schon. Es kostet 19,99 €, was ein echt stolzer Preis ist. Ist vom Arena Verlag. Und hat ungefähr 715 Seiten. Das ist toll. Das hat Stil. Also ich weiß noch nicht, vielleicht lese ich zu Weihnachten, das passt ja irgendwie, ich weiß, das passt nicht zu Weihnachten, wer jetzt will jetzt sagen, aber ich finde mir das zu Weihnachten. Ich will das irgendwie zu Weihnachten, ho, ho, ho. Zu Weihnachten so ein fettes Buch, so auf der Couch liegen oder so und dann... Naja, besonders dann Kakao in der Hand und dann der Schnee kommt, Schneig. Schnee kommt, Schneig, ja. Mach doch mal weiter, danke. Wie viele Bücher hast du denn noch? Warte, das machen wir einfach zusammen. Okay. Das nächste Buch ist von Terry Terry und zwar gelöscht. Oh, hier klickt irgendwas. das ist diese komische Folie oder was da ist. Egal.
Es ist auch immer gelöscht. Das Buch ist vom Koppenrad Verlag und hat und kostet 17,95 Euro und kostet hat 430 Seiten. Ja. Das wollen wir beide lesen. Ich habe es gerade spontan entschieden, dass ich das noch lesen will, weil das Thema vom Buch ist eigentlich interessant. Die Umsetzung soll nicht so gut sein. Weiß ich nicht. Ist ja immer so, wenn Themen sehr interessant sind, ist die Umsetzung meistens scheiße. Hm. Eine Trilogie ist das ja, wenn ich mich recht entsinne. Und ich glaube, wir waren das beide besessen, aber ich weiß nicht, ob wir beide dann eine Together-Rezension machen. Der, der schneller durchgelesen hat, macht die Rezension. Oder wenn beide in diesem Monat machen, dann machen wir eine Together. Ich glaube aber, das wird nicht diesen Monat gelesen. Also ich befürchte es. Glaube ich auch nicht. Und das ist schlecht. Entschuldigung. So, dann ein Buch, was ich schon seit September oder so habe, wollte ich schon mal lesen, aber nee, viele amerikanische Feste und sowas, muss man sich etwas dann nebenbei recherchieren. Achso. Der Anfang von danach von Jennifer Caso, das hat transparente Hülle und darunter ist so ein Bild, so eine Mädchenfrau mit Sonnenbrille. So eine Mädchenfrau. Die nicht gerade fröhlich aussieht, das sagt auch schon viel über dieses Buch aus, weil... Hört ihr ja vielleicht. Wie viele Bücher hast du denn? Eins. Nein, ich hab zwei. Ich mach nochmal. Nee, du hast zwei. Du hast zwei. Ja, und mach. Du. Mach. Mach du. Nee, jetzt will ich. Mach du. Liebe Zuhörer. Und da reichen sich mega technischen Störungen. Ja. Dann noch ein Buch, was ich hundertprozentig nicht lesen will, aber... Ich hab Lust drauf. Gun Girl von... Gillian Flynn. Aus dem Fischer Verlag. Ja, sieht ja sogar geschrieben. Kostet 10 Euro. Und hat sehr viele Seiten. Und hat... Das ist eine Leseprobe. Egal, scheiß drauf. Oh, insgesamt hat das Buch 591 Seiten, zieht ein paar Seiten ab und dann hat er die Buchlänge. Auf jeden Fall, der Film ist dazu schon erschienen, ist aber ab 16, deswegen habe ich noch nicht geguckt. Deswegen. Ja, genau deswegen. Wir müssen hier ein Vorbild vorspielen. Soll ich sagen? Nein. Nein, wir müssen ein Vorbild. Ich konnte jetzt denken, was ich sagen wollte. Mein Gott. Wenn ihr schlaue Kinder seid und über 16 seid, dann wisst ihr es. 9 von 10. Egal. Nee, 10. Egal. 10 von 10. Ihr wisst gleich, was ich meine. Das ist offensichtlich so. Egal. Jetzt kommen wir von einem Buch von Veronica Roth, Liebe Stimmung, oder auch Divergent. Der erste Teil einer Trilogie, werde ich wahrscheinlich auch gar nicht lesen, weil dieses Buch habe ich schon mal 50 Seiten gelesen, ich fand es aber nicht gut. Vielleicht, das nach wird wahrscheinlich besser sein, aber irgendwie habe ich keine Lust, aber trotzdem will ich es irgendwie lesen, aber irgendwie auch nicht. Es ist vom CBT Verlag und hat wie viele Seiten, lieber Erik? Achso. Und hat 477 Seiten. Mit Dank. Ja. Dann mache ich jetzt noch mein letztes Buch. Mein letztes Buch. My last thing. Das Buch habe ich unter anderem wie vier andere Bücher gratis bekommen. Einfach so, weil eBay Kleinanzeigen so ein tolles Format ist, wo man auch mal einfach so Bücher gratis bekommt. Meine Mutter war so gnädig und hat mir alle Bücher geschenkt, die mich interessieren. Unter anderem war dann halt Jane Hill, Irgendwann holt es dich ein. Es ist ein Thriller, ein Psycho-Thriller sogar, eine Superlative. Bombastei-Liebe und kostet 7,90 Euro in Deutschland und hat 318 Seiten, ist also eigentlich ganz knackig klein
und lese ich wahrscheinlich, weil das klein, das ist toll. Das letzte Buch ist von George R. R. Martin, das lief im heißen Feuer, 1, die Herren von Winterfell, hat viele Seiten, glaube ich 500, 80 Seiten ungefähr, hat, kostet 15 Euro und ist im lieben Blauwolle-Verlag erschienen. Dazu passende Sendung ist Game of Thrones. Was ich übrigens hoffentlich gucken werde, weil im Januar die 4. Staffel auf RTL 2 weitergeht. Also anfängt, nicht weitergeht. Ja. Das war's eigentlich schon. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann bei einer Rezension oder bei unserem Doc-Video, was vielleicht schon oben ist, oder sonstigem Video. Und wir verabschieden uns jetzt. Machen wir jetzt endlich das Beend? Weiß ich nicht, ihr werdet sehen. Tschüss! Jo, das war's auch eigentlich schon mit diesem Video. Und vergesst nicht, liken, teilen, favorisieren, abonnieren und kolorieren. Viel Spaß!